So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Wir spielen OMSI 2 den Like-Stellen-Simulator. Also mit dem Add-on der Like-Stellen-Simulator. Genau, hier ist auch noch der Funk. Ich habe den nur auf dem anderen Bildschirm. Und hier haben wir schon Marburger, Smokey und Socko. Die drei haben schon eine Tour, aber es fahren gerade aktuell nur zwei. Das kann man hier an diesem grünen Licht sehen. Und wenn ich da drauf klicke, komme ich auch sofort dahin. Kontrolleure. Also wir spielen auf der Karte Ruhr. Genau. Auf Karte Ruhrpott. Und ja, entmuten wir uns mal wieder auf dem Teamspeak. Sound resumed. So, hoffentlich über die Grafikkarte müsste das jetzt eigentlich gehen. Herausforderung Ruhrgebiet, enge Straßen, Gelenkbus. Ich glaube, das ist für die Straßen nicht. nee, das kann ich dir sofort also sagen. Also den ich jetzt habe, den Münchner. Ja, Marburger, der, hier ist es hier gleich schon schwer mit dem Gelenkbus. Oh, ich habe ein Schild umgefahren. Also! Der eckt überall an. Ja, es gibt ja auch ein paar Strecken, der wird auch nicht empfohlen für Gelenkbus. Ja, ich weiß. Handbuch. So, mal gucken, wie viele. Ist das so einer? Vielleicht. Das könnte sein. Ja, Zweckau Bahnhof bin ich jetzt. Oh, jetzt muss ich einbrüche, aber jetzt geht's. Ich hab mich jetzt 3 GB Arbeitsspeicher zugewiesen, ne, OMSI. Also, Textur und so. Ja. Von mir aus kann mein PC alles benutzen. Ja, ging's. Jetzt habe ich 40 FPS, ist gut. Weiß also, ich. Grafikspeicher habe ich OMSI. Ah, ein Fahrgast steht hier. Grafikspeicher habe ich OMSI, glaube ich. 6 oder 7 GB zugewiesen. Ne, hier steigt da keiner ein irgendwie. Ah, ich stehe nur hier dumm rum. Okay. Was ist das für eine Uhrzeit? Was ist denn hier los? 22:34 Uhr. Da habe ich Verspätung? Ja. Müsste es sein. Müsste es sein, eigentlich. Ja, doch, natürlich. Müsstest du aber eigentlich auch sehen auf deinem Bildschirm da im Bus. Ja, das ist irgendwie ein anderer. Ja, das müsste da trotzdem oben rechts in der Ecke müsste das eigentlich stehen, wie viel du hast. Nee. Weiß. Steht nicht. Da steht rechts 3,5 Minuten. Plus 3. Das heißt 3,5 Minuten Verspätung heißt das. Ja. Gerade waren aber 6, ist schon besser. KI-Bus! Fahr! Gott. Ich werde hier auf meiner SPN90 auch ein bisschen Verspätung bekommen. Ach, das ja. Ist auf dieser Karte, ist auf der Karte ganz normal. Ja, weiß ich. Ich wollte nur vorher Bescheid sagen. Also wer hier pünktlich durchfährt, also der kriegt einen Orden. Alles klar, a challenge accepted. ich hab das glaube ich noch nie geschafft, hier pünktlich durchzufahren. Das geht aber 4 Minuten Verspätung, geht ja. Ich meine, dass du genau bin so. Ich besser als die Deutsche Bahn. Yeah, das stimmt. Ja, 10 meistens, mindestens. Ach, bei uns hat die noch mehr. Bei uns fahren die, jetzt gestern hatte ich glaube ich über eine Stunde Verspätung. Oh. Weil ein Lokführer zu blöd war, durch die Gegend zu fahren. Hey. Hä? Ich bin Lokführer. Ja? Im wahren Leben, ja. Ja, nee, das war, ihr weißt, das war so ein Neuer und der wusste einfach nicht, wie der Zug funktioniert. Da stand er dann über eine Stunde im Bahnhof rum. Hm. Bescheuert, ne? Und zum Ruhrpott irgendwo? Nein. Okay. Niedersachsen. Auch gut. Hol den Bus jetzt, mir egal. Und wie ist das Leben so als Lokführer? Ach, ganz entspannend. Ja gut, im Zug rumsitzen und fahren ist ja auch nicht einer so. Einer sich vor die Tür schmeißt, na, das ist nicht ja, so schön. Ja gut. Ja, aber das hast du ja zum Glück nicht jeden Tag. Hattest du unterwegs schon mal eine Panne? Hattest du unterwegs schon mal eine Panne? Also in Nordhessen, bei uns ist es. Ich wohne jetzt in Mittelhessen, aber in Nordhessen, wo ich gewohnt hatte, war es einmal im Monat, kann man sagen. Ist auch in den Nachrichten, bitte.
Ja, im Ruhrgebiet hast du das auch quasi jeden Tag irgendwo. Zieht, ja. Hattest du unterwegs schon mal eine Panne im Zug? Ja, schon öfters mal. Feier, nicht erst seit gestern. Und einmal, da bin ich dann als Lehrer gerade zum Hauptbahnhof zum Einsetzen unterwegs gewesen. Auf einmal, kurz vor der Einfahrt, ging nichts mehr. Alles klar. Denk mir auch so, jo, danke. Der Oh, Zug was soll sagt das? Bye-bye. Ja. Er sagt Feierabend, Und Tschüss, es war Wiedersehen. bestimmt. War bestimmt ein Qualitätszug mit irgendeiner, keine Ahnung, was da nicht taugt, irgendeiner Rotze halt. Ja, Franzosen halt, ne? Hatte den TGW unter dem Arsch. Oh, alles klar. Standbild. Oh, ein FPS und wieder 30. Langsamer, Ja, langsamer. aber halt bei uns Oder eine war Aus. einfach nie genügend Strom auf deiner Oberleitung? Alles klar. Wie das wohl geht, das frage ich mich auch, aber. Ja, das hatte ich aber auch schon öfters. Also. Aber da kann ich ja nichts für, wenn kein Saft da ist. Nee, was soll der Lokführer dafür können? Das geht ja gar nicht. Ja. Du bist ja nicht für den Strom zuständig. Ja, zum Und Glück. was fährst denn du eigentlich? Du fährst eigentlich so Elektrotriebwagen, oder? Ja, genau. Oder fährst du Loks? Nee, ich fahre meistens nur Elektrotriebwagen. Loks sehr, sehr selten. In München, die S-Bahn ist ja auch so ein Elektrotriebwagen. Da hat sich mal ein Fahrgast beschwert, weil da konnte er natürlich sehen, dass der Fahrgast in der Fahrerkabine seine Butterbämme gegessen hat. Aber der Fahrer konnte ja gar nicht weiterfahren, weil da eine Weichenstörung war. Und da regt der idiotische Fahrgast sich auf, warum soll der Fahrer nicht essen dürfen, wenn es eh nicht weitergeht? Super. Alles klar. Je nachdem, wo rauche ich mir auch schön einen auf dem Führerstand. Ja, oh, real. Wenn es nicht weitergeht, dann geht es nicht weiter. Genau. Oder ich weiß nicht, was der Fahrgast da erwartet hat, ob der, dass der Fahrer selber aussteigt und eine Weichenstörung behebt oder wie? Naja, es gibt halt Hilfsmittel, da kann man halt die Weiche noch manuell umlegen, ne? Ist aber So ein Stab wie die. bei der Straßenbahn, da steigst du mal kurz aus und machst mal mit Genau. deinem Hebel da die Weiche stellen. Richtig, aber diese Vorrichtungen, die sind meistens halt nur auf den Stellwerken. Und die sind halt, ja, nicht unbedingt dann, wo du gerade verreckst oder so. Einfach kurz warten, irgendwann wird schon einer kommen. Genau. Oder du probierst halt mal eine andere Strecke aus, wenn die Weiche halt nie für geradeaus gestellt ist, sondern für rechts oder für links, dann fährst du halt mal da lang und guckst dir mal durch die Landschaft an. Das geht auch. Marburg, hast du immer noch keinen Fahrgast? Nee, nee. Da bin ich ja Auf schon keinen besser als Fall. du. Da konnte ich jetzt nichts für. Voll ausgeschlafen hier. So, wo muss ich rein da? Ja, kein Fahrgast, warum auch immer. Kommen Sie rein, können Sie rauskommen. Bin falsch herum reingefahren, ja. Ich nochmal noch eine Runde hier. Macht der auch Kontrolleure oder so? Ja, müssen wir gucken, an welche Haltestelle wir den hinstellen können. Vor allem bei Ja. Marburger lohnt sich das ja nicht, Moment überhaupt nicht. Boah, Goetheplatz kannst du mir einen hinstellen, der fährt dann Goetheplatz, mit. wo ist denn der? Hoppala. Goethe. Der Bus wird einen Schaden auf jeden Fall haben. Du weißt ja, wie du zu mir switchen kannst, ne? Ich sehe dich schon auf der Karte. Ah, okay. So, Goethe, ich muss nur die Haltestelle finden. Ja, irgendwann geht's halt links ab. Ich glaube, nach dem Forstweg. Goetheplatz, hier, ich hab ihn. Sehr gut. So, in 4 Minuten 40 ist er da. Ach, bis dahin brauche ich ja noch ein bisschen. Dann gucken wir mal, ob du einen Schwarzfahrer hast. Na, sicher. Wir müssen ja den Kontrolleur erstmal bezahlen, ne? Ja, Junge. 600, der ist ganz schön teuer. Ach, du hast drei Stück direkt geholt, Nee, oder was? der kostet so viel. Hä? Ja. Also, ich habe letztens einen geholt, der kostet nur 200. Also die Kosten, hier Preis 600.
Okay. Entweder ist es teurer geworden oder ich habe oder ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Oh. Ja, dann sind die wohl teurer geworden. Viel, viel zu viel. Ich hänge so von der Kartengröße ab. Das kann auch sein. Also. Ich habe ein Problem. Und das wäre? Muss die Fahrt abbrechen. Was hast du Umfahren. gemacht? Da ist, hängt. Naja, kannst nicht fahren, ne? Das heißt, ich kann die Tour, ja. Ja, kannst du Kann löschen. so, ich nehm, dann nehme ich die Tour wieder weg. War gerade ein bisschen zu unfähig, ich mit dem Campus in der Ecke, Er nimmt das. doch lieber einen normalen Bus. Ja. Und du musst, warte, ich tue dir erstmal auf Schäden, der hat Schäden. Ja, Schäden. Ja, der hat definitiv Schäden. Der Bus ist in der Werkstatt, der andere noch. Genau, den kann ich mal schon wieder zurückholen. Ja, den kannst du mal in die Werkstatt schicken. So, der hat Schäden. Ja, Leicht weiß beschädigt nicht, hat er ob das denn gut. linker links, linkes Vorderlicht. Ja. Der braucht gar nicht in die Werkstatt, ich kann den auch so reparieren. Ja, so ist teurer quasi. Naja. Sakko, Sakko, wenn wenn du du die die Linie Linie haben haben möchtest, Versprechung. möchtest. Ich rede mit euch hier. Ach so, bist du das? Ja. Achso, ich sehe nur, dass du Guck doch in mal der auf den Lobby Tier, bist. vergleich den Namen doch mal. Genau, alle, die am Fahren sind, am besten direkt in die Lobby rechts. Ach, gute Idee. Ja. Gib mir mal bitte eine Tour. Ja, warte, ich muss einfach hier reparieren, reparieren. Ich will da nicht drüber Sagen wir ab nachher kein, reden die Behörden. sagen wir ab 22, ab 23 Uhr. Ja, willst du lieber nicht mal was Kürzeres haben? Hä? Willst Kürzeres? du ja, nicht eine, die über eine Stunde dauert? Ja, mach eine, die eine halbe Stunde oder so. Ja, ich guck mal. 40. Aber Ja, erst hier in habe ich 10 eine, Minuten. die geht von. Genau, von. Oh Mann, nee, das bringt ja gar, das bringt ja jetzt schon überhaupt nichts. Von 20 Uhr. Die ist zu lang. Die ist zu lang. Die sind. Ach, ich habe hier nur Fahrten, die überall alle über eine Stunde dauern. Bei irgendeiner. Na, hier reicht dir die 20 Uhr 48? Ja, noch ein bisschen später. 54? Ja. Okay, 54 bis 23:30 Uhr. Genau. Aber gib mir jetzt mal den LCD, den ohne Gelenk, den wir machen. Ja, ich guck gleich mal. Erstmal zuweisen. Müsste denn. Ja. So, genau. Dann gehen wir erstmal ins Fuhrpark. Hä? Dies ist eine Erinnerung an Leitstellenfahrt. Alles klar. Das wäre jetzt die Erinnerung gewesen, falls ich noch nicht da wäre. Ja. Alexa, stopp. Danke, Alexa. Genau, ja, auf die kann man sich wenigstens verlassen. Nur wenn du Internet hast. Ja, gut. Ich meine, sonst, die Uhr verstellt sich nie. Jetzt brauche ich noch einen Bus. Genau, was wollen wir denn immer denn hier? Aber die Strecke kann man. Ne, Gedenkbus. Ich nehme jetzt mal keinen Gedenkbus. In Like City, nur den normalen, ne? Genau, in Line City. Bus mieten, genau, der. Müsste jetzt auf Platz 7 stehen. Ja. Guck mal, ob Ja, das. hab ihn. Gut, wunderbar. Nehmen wir direkt. So, wo ist. Der Gelenkbus ist überall gegen gedetscht. Ja, obwohl ich langsam, vorsichtig, Okay. habe ich Fahrgast mitgenommen, was auf dem Bürgersteig ist. Wenn ich um die Kurve muss. Die ist ja nicht weitergelaufen, die ist ja nur.